dass technische Geräte und auch Großtechnologien und Kleintechnologien ihr eigenes Leben annehmen und sich verselbstständigen und gelegentlich auch gegen uns wenden. Das sieht man tatsächlich bei großen Problemen, wie sie in Fukushima mit der Atomkatastrophe sichtbar werden, aber vielmehr noch in kleinen Tragödien des Alltags. Ich glaube, wir fallen jedes Mal auf das gleiche technische Versprechen herein, das sich auf Dauer nicht auszahlt. Wir glauben nämlich, dass wir souverän Technologien nützen können. Das ist ganz spannend, wenn man sich das anguckt in der Geschichte der Technologiegeschichte. Fast jede neue Technik wird erstmal mit Skepsis empfangen. Also Menschen sagen, oh je, das will ich lieber nicht. Nehmen wir mal den Computer oder auch das Handy. Die allermeisten Menschen haben gesagt, nein, also so ein Mobiltelefon will ich gar nicht haben. Am Anfang, erstaunlicherweise war das ja nicht ein Gerät, das besonders von den Eliten wurde es nicht besonders willkommen geheißen. Die haben erstmal gesagt, nein, wir nicht. Und dann kommt immer der Sündenfall, der sieht dann immer so aus, dass man sagt, naja, ich schaffe es mir jetzt mal an, wenn ich es unbedingt brauche, kann ich es nutzen, ich muss ja nicht. Also eigentlich eignen wir uns alle neue Technologien an mit der Idee, wir haben jetzt eine zusätzliche Option, wenn wir sie mal brauchen, aber wir bleiben die Herren darüber. Wir entscheiden immer wieder neu, auch situationsabhängig, ob wir es brauchen oder nicht. Sodass es einfach nur wie eine Erweiterung des Möglichkeitshorizontes aussieht. Und über kurz oder lang machen wir dann die Erfahrung, dass wir die Sklaven zum Beispiel des E-Mail-Kontos sind, dass wir das nicht kontrollieren können, die dort entfesselte Dynamik. Also ich glaube, das Spiel von Technologien und menschlichen Nutzern ist immer eines der Entfesselung von Möglichkeiten, die dann ein Eigenleben annehmen und von denen wir dann bemerken, dass sie eigentlich eher uns beherrschen, als dass wir sie beherrschen. Das gilt tatsächlich für die kleinen Sachen wie für die großen gleichermaßen. Ich glaube, dass wir da als Gesellschaft insgesamt uns in einer Experimentierphase befinden, weil eigentlich noch keiner so genau weiß, wie man mit diesen neuen Technologien umgehen kann, umgehen sollte oder in einigen Bereichen auch umgehen muss. Und deshalb schaffen Menschen sozusagen einerseits ganz unmögliche Situationen, in denen sie mit 3 oder 4 Geräten gleichzeitig hantieren und die Gegenwart völlig vergessen. Dann versucht aber inzwischen auch fast jeder, sich irgendwelche Inseln zu schaffen, wo er dann sagt, so jetzt nicht und dann die Geräte ausschaltet oder offline geht oder sich vorsätzlich in Lagen auf dem Atlantik oder im Hochgebirge bringt, wo er nicht kann. Und die meisten Menschen gehen inzwischen, glaube ich, auch dazu über, die Technologie nur noch selektiv zu benutzen. Die einen kriegt man sofort per SMS, kommt immer was zurück, aber man muss eine Woche oder zwei auf die E-Mail-Nachricht warten oder umgekehrt. Also ich glaube, keiner weiß genau, was da passiert, aber das überwältigende Gefühl, was Menschen haben, die sich jetzt nicht total verweigern oder sich sowieso schon in Nischen leben, ist, dass wir da zirkulierende Ströme in Gang gesetzt haben, eigentlich Datenströme, Ideenströme, Bilderströme, die irgendwie durch uns hindurchfließen. Wir sind dort angeschlossen und deshalb emotional und intellektuell und sozial einer Dynamik ausgesetzt und unterworfen, die wir nicht kontrollieren können und von denen wir nicht sagen können, was die Auswirkungen sind, auch auf unsere Identität und unsere Subjektivität hin. Und das Erstaunliche finde ich, natürlich gibt es Situationen, wo man sagen wird, okay, der Vater, der sein Kind schaukelt, muss jetzt wirklich mal schnell in den E-Mail-Account gucken, ob die ganz wichtige Nachricht von seinem Chef oder so da ist. Es gibt diese Momente, wo wir müssen. Aber spannender finde ich die Tatsache, dass ganz viele oder ich würde sagen fast alle, die wissen, dass es eigentlich nicht besonders gut ist, dass sie sich da nichts Gutes tun, wenn sie es tun, trotzdem eine unglaubliche hohe Versuchung haben, da mal eben ein bisschen zu gucken. Weil irgendwie ist es ja auch langweilig, immer wieder das Kind da anzuschaukeln und da passiert nicht viel. Und der denkt, naja, ich kann das Kind ja trotzdem schaukeln, auch wenn ich mal ganz kurz nach irgendetwas sehe, was jetzt nicht notwendig ist. Ja, vielleicht guckt er ja auch nur bei kicker.de nach den neuesten Bundesliga-Ergebnissen oder beim Wetter, wie es wird. Das heißt, die Versuchung, sich in diese Ströme wieder einzuklinken, in dieses weltweite vibrierende System von Informationen und Bildern, ist extrem groß und es ist nicht nur der ökonomische Druck, der uns da reintreibt, sondern es ist eine veränderte Logik sozialen Handelns, die, glaube ich, im Moment überhaupt noch keiner überblickt. Die Vermutung ist schon, dass wir damit die Qualität von sozialen Nahbeziehungen möglicherweise untergraben, aber auch einfach die Art und Weise, wie wir in die Welt gestellt sind und mit der Welt in Kontakt treten, die ändert sich. Meine Vermutung, mein Verdacht ist, dass wir sozusagen die Welt nicht mehr als eine Resonanzsphäre wahrnehmen, die uns irgendwie antwortet, die einen lebendigen Austausch mit uns tritt, sondern eher als eine Art von instrumentellem Feld, in dem man selektiv bestimmte Dinge benutzt und andere eben blockieren muss.
Da glaube ich, dass ein ganz seltsames Phänomen das ist, dass Menschen eigentlich denken, das Problem liegt bei ihnen als individuellen Akteuren. Die allermeisten Menschen haben die Wahrnehmung, dass die Zeit da draußen einfach da ist. Zeit ist da. Und wenn wir ein Zeitproblem haben, dann muss es wohl an uns liegen. Deshalb sagen uns in Interviews auch Menschen immer wieder, eigentlich geht es mir gut, aber ich habe ein Problem mit der Zeit. Ich nehme mir zu viel vor, ist ein Standard. Vermutung oder Menschen sagen, ja, das geht mir eigentlich gut, aber im Moment ist so wahnsinnig hektisch. Wobei man wirklich sieht, dass das eine Lebensillusion ist, die geradezu notwendig ist. Mit Nietzsche könnte man sagen, eine notwendige Illusion. Also Menschen sagen ununterbrochen, im Moment ist es so hektisch. Dann schlage ich immer vor, streichen Sie einfach das im Moment, weil das wird nicht besser und es wird auch nicht besser, aber wir haben immer die Hoffnung, dass wir es wieder in den Griff kriegen. Aber meine Diagnose ist schon eine, dass wir es mit systemischen Dynamiken zu tun haben. Diese Beschleunigungslogik, diese Steigerungslogik ist in der Struktur moderner Gesellschaft und übrigens auch in ihren kulturellen Programmen verankert. Deshalb kann man nicht einfach durch ein besseres Zeitmanagement oder durch mehr innere Gelassenheit die Probleme lösen. Das sind Vorschläge, mit denen ich ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, solche Zeitmanagement- oder Zeitratgeber, die dann immer sagen, ja, mach ein bisschen langsamer, entwickle Gelassenheit oder setze die Prioritäten richtig, simplify your life und solche Geschichten, dann wird sich das schon erlösen. Ich glaube, das geht nicht. Wir können zwar die allerschlimmsten, wir können sozusagen Nebenfolgen bekämpfen mit solchen Strategien. Ja. Natürlich brauchen wir, was die Psychologen Coping-Strategien nennen, das heißt, wir müssen irgendwie Umgangsweisen lernen, auch auf Stress zu reagieren, aber das Problem selber lösen wir damit nicht. Und ich glaube, wir sehen das auch in der Politik und in den politischen Bemühungen. Meine Vermutung ist, oder ich glaube dafür, es gibt gute Gründe dafür, das so zu sehen, die Moderne hat es also seit 300 Jahren darauf angelegt, Ströme in Gang zu setzen, Verhältnisse zu verflüssigen. Das gilt für materielle, für kulturelle und für soziale Verhältnisse, sodass man die Welt schon beschreiben kann als eine der globalen Ströme, die teilweise mit Lichtgeschwindigkeit laufen, teilweise auch langsamer, aber die hohe Geschwindigkeiten aufweisen. Das sind Kapitalströme in erster Linie, aber auch Ideenströme, kommunikative Ströme, aber auch Menschenströme, die wir über den Globus leiten, und Warenströme. Und die Frage ist, also die damit entfesselten Dynamiken und die damit verknüpften Zeithorizonte kann man nicht mehr so leicht in den Griff einer politischen Steuerung kriegen. Und deshalb, glaube ich, hat man nur die Option zu sagen, wir halten an unserem eigentlichen Konzept von Politik und von Steuerung und von Autonomie fest, dann muss man etwas gegen diese hohen Dynamiken tun. Dann kann man, glaube ich, nicht immer weiter auf Wirtschaftswachstum zum Beispiel setzen und die Qualität von Politik und überhaupt die Qualität gesellschaftlicher Entwicklung immer an Steigerungen messen. Es ist verblüffend, wie sehr wir uns angewöhnt haben, die Qualität irgendeiner Arbeit in Steigerungsraten zu messen. Also nehmen Sie mein eigenes Feld als Wissenschaftler. Jede Unileitung, und sie meint das nicht böse, das sind die Zahlen oder die Verfahren, die im Moment in der Welt sind, sie misst die Qualität der Arbeit der dort Beschäftigten an den gestiegenen Drittmitteln, an den gestiegenen Studentenzahlen, an den gestiegenen Promotionszahlen, an den gestiegenen Publikationszahlen. Die Steigerungslogik beherrscht unsere Gesellschaft insgesamt. Und was wir jetzt versuchen, wenn Sie die Finanzmarktregulierung oder Re-Regulierungsdiskussion verfolgen, ist einerseits die Dynamik der Ströme nicht zu behindern, sondern vielleicht noch zu befördern, aber gleichzeitig sie unter Kontrolle zu kriegen. Und ich glaube, beides wird uns nicht gelingen. Der Preis ist deshalb relativ hoch, zu sagen, wir müssen diese Dynamiken kontrollieren, bedeutet, wir müssen sie verlangsamen. Und das ist nicht so leicht möglich bei den gegenwärtigen Strukturen, weshalb ich insgesamt eher ein bisschen pessimistisch bin. Ich glaube, man sieht das, wenn man sieht, dass eigentlich nichts getan wird oder fast nichts getan wird zur Regulierung der Finanzmärkte, so wichtig das wäre, einfach auch um eine Synchronisation zwischen den Finanzmarktströmen und den Transaktionen dort und der Realökonomie hinzukriegen. Aber ich finde es fast noch dramatischer, was im Bereich der Politik selbst geschieht. Da sehen wir nämlich, dass ganz schnelle Erregungswellen manchmal um den ganzen Erdball laufen, manchmal ist es lokal beschränkter. Aber wenn Sie so Ereignisse nehmen wie jetzt Stuttgart 21, wo fast aus dem Nichts plötzlich eine gewaltige Protestwelle losbrach, die Menschen in ihren Strudel riss, die vorher gar nichts von dem Bahnhof wussten und auch nie gedacht hätten, dass sie plötzlich zu Oppositionskämpfern werden sozusagen. Das hat dann politische Reaktionen ausgelöst, wo die politischen Akteure keinerlei Konzept erstmal dafür hatten, mit Konsequenzen, die niemand so genau absehen kann. Ähnliches haben wir dann gesehen, zum Beispiel mit Fukushima, wo dann von einem Tag auf den anderen plötzlich Programme nicht mehr gehalten, Positionen nicht mehr gehalten, wo fast jeder seine Position wechselte und wo plötzlich ganz neue Konzepte vorgeschlagen wurden. Also in ganz kurzer Zeit ganz starke Erregungswellen, die durchs Netz laufen, die politische Landschaften verändern, personelle Konstellationen verändern. So was sehen wir auch jetzt in der arabischen Welt, wo innerhalb von Wochen oder Monaten ganz lange Traditionen oder eingerostete Verhältnisse in Bewegung gesetzt werden. Aber das
das rational zu kontrollieren oder auch nur die Hoffnung zu haben, dass da sozusagen wirkliche Verbesserungen entstehen und auch neue rationale, vernünftige oder mit unseren Wertmaßstäben übereinstimmende Institutionen, dass die sich wieder herausbilden und festigen, ist relativ unwahrscheinlich. Deshalb ist die Situation, würde ich sagen, ein klein wenig beunruhigend. Ich glaube, dass das alte Konzept von Bürgertum und Bürgerlichkeit und bürgerlicher Subjektivität tatsächlich untergehen wird. Das lässt sich nicht mehr wirklich aufrechterhalten, was nicht bedeutet, dass es nicht eine andere Deutung von Bürgertum gibt, die Bestand hat. Aber ich verbinde eigentlich mit der Idee des Bürgertums und auch der Bürgerlichkeit eine Vorstellung, bei der Menschen versucht haben, sich in der Welt zu positionieren, einen festen Standpunkt gegenüber der Welt zu gewinnen. Ich glaube, im vorbürgerlichen Zeitalter, also in der ständischen Gesellschaft, war der Platz eines Individuums in der Welt als Ganzes im Wesentlichen festgelegt durch ständische Zuteilungen. Ein Graf war eben ein Graf und ein Bauer und ein Soldat vielleicht ein Soldat oder ein Handwerker. Und da gab es nicht viel zu wählen im Blick auf die Frage, wie stehe ich in der Welt und zur Welt. Auch nicht, man musste sich nicht eine Religion wählen oder eine politische Haltung, weil die politischen und religiösen Bedingungen im Wesentlichen festgelegt waren. Und das Bürgertum ist kennzeichnetes Zeitalter, charakterisiert auch die Idee, dass wir als Subjekte auf der Grundlage bestimmter Bildungsprozesse und Entwicklungsprozesse die Aufgabe, aber auch das Vermögen haben, uns eine in gewisser Weise eine neue Heimat in der Welt zu schaffen, sie nämlich selber zu definieren, also einen Beruf zu finden, der unsere Identität prägt, eine Familie zu gründen. Das sind die beiden wesentlichen identitätskonstituierenden Aufgaben des bürgerlichen Subjekts. Finde einen Beruf, gründe eine Familie, natürlich auch wähle einen Wohnort und dann positioniere dich in der politischen Welt. Man ist frei, jede Generation ist frei, sich zu positionieren als liberal, konservativ oder sozialdemokratisch oder wie immer. Und auch zur Sphäre der Religion eine Haltung zu finden. Das kann protestantisch, katholisch, atheistisch, was immer sein. Und ich glaube, dass dieses Konzept heute nicht mehr aufgeht. Menschen haben nicht mehr eine feste Position, die sie anstreben. Es ist, ich beschreibe das als einen Übergang von der Positionalität zur Performativität. Das heißt, man muss in allen Feldern immer wieder aufs Neue sehen, wie man sich auch positionieren kann. Also der Beruf kennzeichnet mich nicht mehr für ein ganzes Leben oder trägt jedenfalls nicht fraglos über ein Leben hinweg. Und auch die Familienstrukturen können zerfallen, entweder weil sie mir nicht mehr passen oder weil sie denen, mit denen ich lebe, nicht mehr angemessen scheinen. Wohnorte können oder müssen aufgegeben werden, politische Orientierungen sowieso. Menschen sind heute nicht mehr liberal, sie haben vielleicht das letzte Mal die Liberalen gewählt und Ähnliches kann man im Blick auf die Religion beobachten. Also Volatilitäten nehmen sogar dann zu, wenn letzten Endes sich gar nicht so viel ändert. Das verändert die Art und Weise des in die Welt gestelltseins. Ich glaube, dass man in dieser Situation zum Surfer oder zum Drifter werden kann. Also der Surfer ist derjenige, der bereit ist zu springen, wenn eine neue Herausforderung kommt, eine neue Opportunität sich ergibt. Also der ist dann bereit, den Wohnort zu wechseln, den Beruf, die politische Orientierung, wie auch immer. Also in der Lage, auf wechselnde Winde und wechselnde Strömungen so zu reagieren, dass er letzten Endes oben bleibt. Das kann man noch als Autonomie Rettung kennzeichnen, aber da fehlt die Idee einer Zielgerichtetheit des Lebens. Das Leben ist nicht mehr ein Projekt, das ein bestimmtes Ziel, eine Idee, einen Lebensplan verfolgt, sondern die Kunst der Lebensführung besteht jetzt darin, immer oben zu bleiben sozusagen, die richtigen Zeichen der Zeit zu lesen und zu erkennen. Der Drifter hat dann nicht so viel Glück, er geht eher unter, er wird getrieben, also er wird von den Ereignissen überrascht und überwältigt und muss dann sehen, wohin Wind und Wellen hintragen. Und da würde ich sagen, in diesem Sinne existiert das Bürgertum noch, weil wir sehen, dass die Schichten, die gut ausgestattet sind an ökonomischem Kapital, aber auch an kulturellem Kapital und an sozialem Kapital, also die mit ökonomischen Ressourcen versehen sind, aber auch die entsprechenden Bildungsressourcen haben und über die richtigen Kontakte verfügen, die sind in der Lage, eher wie Surfer zu agieren. Das heißt, noch ein Spiel zu spielen, bei dem sie jedenfalls nicht nur die Opfer von unberechenbaren Strömungen sind, wohingegen diejenigen, die da schon dies privilegiert von Anfang an sind, was manche Soziologen jetzt als neues Prekariat beschreiben. Da, glaube ich, ist es völlig richtig, die geben irgendwann den Versuch auf, dann auch auf dem Laufenden zu bleiben, im Hamsterrad mitzulaufen, weil wenn sie massive Nachteile schon beim Start haben und dann brauchen sie gar nicht mehr loslaufen, sie werden den Rückstand zu denjenigen, die so schnell
wie sie nur können, an der Spitze laufen, nicht mehr aufholen. Was dann natürlich dem Bürgertum, wenn man das Bürgertum nennen will, also denjenigen Schichten, die die entsprechende Kapitalausstattung haben, schon die Verantwortung nahelegt, dass es, also wenn überhaupt jemand etwas tun kann, wenn es noch eine planvolle Einwirkung gibt auf die Welt, dann müssen es diejenigen sein, die in diesen drei Bereichen einigermaßen gut ausgestattet sind. Also wer in seiner Ressourcenbasis ökonomisch, kulturell und sozial gut ausgestattet ist, hat die Verantwortung und vielleicht als einziger noch die Möglichkeit, auch planvoll auf die Welt einzuwirken.